Willkommen zurück, Lightning Returns, falsche Taste. Jupp, wir sind hier jetzt eigentlich so fast ansatzweise durch. Ich werde mich jetzt mit Chocobo-Lolo auf den Weg machen. Und wir haben schon 15:29 Uhr. Dann will ich mal erstmal hier ganz kurz gucken. So, wir bewegen uns jetzt erstmal natürlich nach Süden. Weil nach Süden müssen wir sowieso, glaube ich. Naja, auf jeden Fall würde ich schon mal ganz gerne hier hin. Weil da waren wir noch nicht. Und das ist auch erst ab 19 Uhr offen. Deadvision. Laufen wir jetzt erstmal hier ganz munter durch die Gegend. Chocobo ist unser bester Freund. Er fliegt so geschwind durch die Winde und macht immer komische Sachen wie Quä und so. Hört er? Oh, kein Quell, schade. Na gut, ist ja auch egal. Gegner werden hier einfach gerade Badu ignoriert tut. Ist mir auch wurscht. Und bam, badam, bam, bam. Wir haben sowieso noch 6 Tage Zeit. 6 Tage sind so viel Zeit. Oh. Bang. Nimm das Gemüsesamen. Nom, nom. Endlich können wir Gemüse anbauen. Lecker, lecker. Yay! Forschungslabor Wilderlande. Hey, guck mal. Wir haben da Assistent 13. Ach, was mache ich denn hier? Egal. Machen wir hier Assistent 13 mal antexten. Hallo there. You're Dr. Gazal's assistant, but who are you? Tilda, I'm a doctor around here. We have a bit of a problem, I'm afraid. So I was just consulting with the assistant here. He doesn't look happy. Is he injured? Something is wrong. That's for sure. We just found him. He's ever so weak. Aw, oh, poor thing. But he'll be all right, with a vet and a doctor looking after him. Right. This clever vet was just telling me about an effective medicine that should help. I'm still just a trainee. Dr. Gazal is the clever one. I just run errands. But I'm going to help this little one get better. He'll stay with me for the first little while. Not that I know much about dogs. I usually treat people, obviously. All I need to do is have him drink the assistant's medicine. I can handle that. Good news for the dog. I'm sure he'll get better soon. He would, except... Except... Well... We're out of ingredients to make the medicine. Yeah, that's the problem, see? Oh, das gibt's doch nicht. Noch Zutaten um den Hund. Sonnenblumen haben wir. Mondseelenblumen. Und Galertennektar. Galertennektar. Wo bekomme ich denn den Kram her? Gib mir erstmal Hinweise. I could collect the ingredients for you. Yes, you could. I mean, it's not like you'd have to go to the ends of the world to find them or anything like that. The assistant can give you a list of what we need. This girl, she's actually more clever than she lets on. Oh no, I'm not. I still hardly know anything at all, but I do know how to help the dog. He just needs the right medicine and he'll be fine. Okay then, tell me what you need. Das wissen wir doch jetzt schon. Wir brauchen 4-mal den, 2-mal den, 2-mal, und 5-mal den. Yes, please. Oh, thank you so much for helping out. Well, I've got to run. Dr. Gazal will be expecting me back at Canopus Farms. Ganz toll. Aber ich habe hier was gesehen. Hier im Hintergrund flog doch die ganze Zeit noch eine Kiste rum. Die war doch gerade eben noch da. Wo ist sie denn hin? Ah, da auf der anderen Seite ist sie. Dann wollen wir mal darüber jumpen. Zack. Was haben wir hier drin? Wir haben Eisra Stufe 2. Jawohl. Das ist mal natürlich eine schöne Angelegenheit. Wo kriege ich jetzt diese Gegenstände her?
genau, den hier haben wir. Mondseelenblume und Galertennektar. Galertennektar. Glaube ich, werde ich bei diesen komischen Schwabbelviechern hier finden. Aber wo finde ich den Rest? So ein Mist. So eine Mist. Ja, super. Jetzt läuft springen natürlich genau. Was ist dann? Komme ich hier lang? Ich probiere es einfach mal im Süden. Peak! Hab dich. So, du wolltest auf die Klappe, habe ich gehört. Solltest du bekommen? Hier. So. Au. Du wirst gerne ausgeweitet, habe ich gehört. Bam, 23.000 Schaden. Ah, sehr gut. So habe ich das gerne, einen Giftstachel bekommen. Du bist auf jeden Fall nicht der Gegner, den ich brauche. Das finde ich nicht so fein. Bin ich jetzt eigentlich schon im südlicheren Teil? Hm, wäre auch zu schön. Na gut. Kann ich ja auch nicht mehr so viel machen. Außer hier ein bisschen blöd durch die Gegend flattern. Ach, da sind wir auch schon wieder. Wo? Boah, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt bin ich in ganz... Ach Leute, ich... Nee. Nee, komm, hier. Teleportation. Wir haben wieder 6 Punkte. Ja, gut, ich verdrück mich dann nach Usenaan. Ja. Hopp. Hat schon so seine Gründe. Ist ja auch relativ egal. Und zwar werde ich mich hier mal ein bisschen umgucken, was, was die Mission mit Zess noch angeht. Außerdem ist das gar nicht mal so verkehrt, weil hier auch Missionen, 2, glaube ich, im Gange ist. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen mehr machen. So, dann gucken wir doch erstmal. So, Mission und Aufträge. Hauptmission. Sag ich doch. Ein anderer Snow und Palaststürmung. So, Lightning ist entschlossen herauszufinden, was mit Snow passiert ist. So, dafür muss man zunächst einen Weg auf den Agurenplatz finden. Schön. So, hier war irgendwas mit Schokolina. Schokolina, yeah, woo. Achso, oh. Can't wake up is because his soul has left his body. Is that true? It is. And not only that, it's been shattered into 5 fragments and scattered all over the world. That's what Saz is working so hard to collect, the fragments. So when all 5 pieces are located, will he wake up? Yes, indeedy. Oh, you also need a coffer of souls, but I think Saz already has one. Lucky for you. The one and only way you can help him is to find all 5 fragments. What a wonderful present that would make. Thanks for telling me all this. I don't think I could have dragged this out of Saz. Not the way he is now. I'm just happy to be of help. Oh, I almost forgot to tell you. I've already found one of the fragments all by myself. It's the one called the Smile Fragment. I know it's something that Saz needs, but it's not really an item per se. So, I can't give it to you to give to him on my behalf. How do you propose you get it to him then? With this magically spectacular canvas of prayers. Take a look and you'll find what you need. Come on now, time's a-wasting. Okay, auch Schokolinas Herzenwunsch kann nun an der magischen Wunschtafel nachgelesen werden. Erfülle ihren Wunsch und du bekommst vielleicht eins von da Seelenfragmenten. Ist das?
Ah, um das Seelenfragment aus dem Herz zu lösen, braucht man eine Art Schlüssel. Die Erinnerungsmünze, es ist ein kostbares Stück, das mir jemand einst schenkte und obwohl es kostbar über Landstraße von den Wildlanden in Klagedünen verloren. Von den Wildlanden in Klagedünen. Ganz toll. Das heißt, wir müssen sowieso nochmal zu den Klagedünen. Jeha. Once you collect everything, you'll be able to get that smile fragment. But instead, he's hiding away in that palace, presiding over endless. Übergangsstraße. Moment, das will ich doch mal. Kann ich hier nicht irgendwie? Ah, das würde ich so gar nicht. So, Weltkarte. Ah, so geht das. Von Wilderland zum Klagedünen war das. So. Bahnhof Wilderlande. Hier ist eine Erkunde Etrus Tempel. Wo bin ich denn jetzt hier? Achso. Wilderlande sind da oben. Klagedünen sind da unten. Ah, was haben wir denn da? Für die Siedlung der Räuberbande. So, also eigentlich müsste es da oben irgendwo sein. Na gut, da kümmere ich mich dann einfach später drum. Wir reden jetzt hier erstmal mit den komischen Leuten. Yes, and the situation is growing. They say that some girl calling herself the savior is wanted for questioning. According to the rumors on the street, she can steal your very soul. She busted her way into the palace and tried to take out the patron himself. All of the people left in this world. Also eigentlich hatten wir ja schon den Weg, aber nein, Hope musste uns ja unbedingt hier raus teleportieren. So, erzähl du mir mehr. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Ausstatter, mit dem können wir auch nochmal reden. Was verkauft er denn so Schönes? Samtiger Wächter. Uiuiui. Rundumschlagstufe 2. Cool. Spiegelbrille und so anderen Schnickschnack. Meinetwegen. So, wen haben wir hier? Portier. Was haben wir denn da? Da war das gerade eben ein Fragezeichen oder so. Hä? Was bist du denn? Das ist ein Felix? Was zum Donnerwetter ist ein Felix? Warum heilt sich das Vieh? Und warum macht das Vieh Miu? Echt uncool. Blitzschaden ist halbiert. Vitra. Du bist ja noch olle Sau hier. So. Ups. Eigentlich wollte ich das gar nicht so. Machen wir es mal mit Feuer. Bam. Super im Schock. Komm, hier kriegst du noch Ausweiden hinterher. Bam. Ja. Katze zerlegt. Oh, eine Fiole Zibbet erhalten. Was ist ein Zibbet? Na gut. Topfsplitter. Cool, cool. Freut mich ein bisschen. Nur ein Portier. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwas in Richtung Haupteingang finden oder so. Excuse me there, young lady. May I ask you somewhat of a strange question? Have you had anything stolen by a pickpocket, for example? A pickpocket? No, I don't think so. Nothing is missing. Ah, I see. That is most reassuring. It pains me to confess the criminal element is active here. So, did someone rob you? Me? Oh no, but please. If you do fall victim to a cut purse, be sure to tell me. Who knows? I might be able to help. I guess that da ist auch gerade ein Junge hingefallen. It looks like I'll just have to face him head on if I want to know the truth. Where should I go? Seltsam. Gut, wir bewegen uns da erstmal runter.
Wir gucken mal hier. Was wir hier noch. Ah, super. Da ist doch sowieso ein Ausrufezeichen. Dann gehen wir doch da einfach mal runter. Und schauen, was wir da finden. Wahrscheinlich werde ich hier gleich Alarm auslösen. You mean me? I know your face. You're the one I've seen on the posters. Oh no, you've seen through my elaborate disguise. Yes, I'm the savior. Here to steal the soul from your precious patron. What are you waiting for? Arrest me and you'll probably get a raise. Shut up! I don't need you to tell me how to do my job, you damn criminal! Na gut. Wenn du es so haben möchtest, dann sollst du es so haben. So. So, du bist im Schock. Das ist gut. Ah, Mist. Hier nochmal Blitz rein daher oder so. Was hatten die eigentlich? Achso, oh, wieder steht. Gut, okay, das hätte ich anders lösen müssen. Na, whatever. Oh, super. Ist im Schock. Bam. So, und du bist der nächste Kollege. Oh, du bist schon tot. Na dann. Habe ich gern gemacht. An dieser Stelle ein Cut. Bis zum nächsten Mal. Let's play Final Fantasy Lightning Returns 13 XZ und so.